Golf spielen lernen. Eine fünfteilige Videoserie für Golfanfänger, aber auch eben für Fortgeschrittene, die jedem helfen soll, die Basics richtig zu machen. Und da ich kein Golfanfänger bin, habe ich eben meine Freundin gefragt, ob sie mir vielleicht helfen kann. Und sie hat mir geholfen und auf diesem Wege noch einmal herzlichen Dank, Katharina, vielen Dank für deine Hilfe. Die ersten vier Teile, die Playlist, möchte ich hier oben ganz kurz verlinken, hier oben, genau, ja, gingen darum, dass man eben die Basics richtig macht, dass man eben eine gute Golftechnik bekommt. Und im heutigen letzten Teil, Teil 5 von 5, geht es darum, wie du in Zukunft mehr Power in deinen Golfschwung bringst, indem du die Bodendruckkraft ausnutzt. Das heißt, wie kannst du es schaffen, den Schlägerkopf schneller werden zu lassen? Und da ich das schon ganz gut beherrsche, habe ich das Ganze natürlich wieder mit meiner Freundin Katharina gemacht. Schauen wir uns gleich Video Nummer 5, Einheit Nummer 5 gemeinsam an. Also, wir sehen hier das Setup einwandfrei. Katharina hat einen ganz, ganz geraden Rücken, hat ihre Knie in einer optimalen Position, nicht zu weit gebeugt, nicht zu aufrecht. Genau so hätte ich gerne das Setup. Die Arme, in dem Fall sieht man den rechten Arm als rechtsspielender Golfer, hängen einfach nur gerade runter und sind damit in einer sehr, sehr entspannten, neutralen Position. Und jetzt schauen wir an, wie sie es schaffen kann, ihren Ball als Frau, und das finde ich beeindruckend nach der kurzen Zeit, 120 bis 130 Meter Carry mit dem 7er Eisen weit zu schlagen. Auf geht's. Wir gehen rein in den oberen Totpunkt und können gut erkennen, wie sie mit beiden Beinen in die Knie geht. Wir sehen, ähnlich wie wenn man versuchen würde wegzuspringen, geht Katharina in die Knie und ladet damit ihren Körper. Ihr linker Arm ist wieder in einer Top-Position, die Hände sind hoch und erlauben ihr es dadurch, viel Power auf den Golfball zu bringen. Im Durchschwung nun kann man gut erkennen, dass es ihr wesentlich besser gelingt, den Schläger neutral runterzubringen, nicht mehr so wie noch am Anfang, weit von außen, sondern auf eine ganz, ganz neutrale Art und Weise. Denn man kann wieder gut erkennen, in der Position, wo der Schläger parallel zum Boden ist, ist der Schlägerkopf nun ganz leicht hinter den Händen schon. Und damit in einer sehr, sehr neutralen Position. Und jetzt möchte ich, dass man einmal nur auf ihre Knie achtet, wie sie anfängt, ähnlich als würde man vom Boden wegspringen, die Bodendruckkraft oder die Bodendruckkräfte richtig einzusetzen. Zack! Der Körper wird im Durchschwung groß und damit wird der Schlägerkopf in weiterer Folge extrem schnell. Versuch, dich aus einer neutralen Position im Aufschwung, wo die Knie vielleicht beide leicht gebeugt sind, wie in Katharinas Fall, dich wirklich nach oben hin wegzudrücken, um eben die maximale Power, was den Schlägerkopf betrifft, zu bekommen. Was man ganz gut noch erkennen kann, wenn man zurück in den Aufschwung geht bei Katharina, dann sieht man eines. Im Aufschwung ist ihre rechte Hüfte, erkennbar an der rechten Hosentasche, wesentlich höher als die linke Hüfte. Die linke Schulter tiefer als die rechte Schulter. Und das wiederum ist für mich eine Position, die es einem erlaubt, einfach extrem viel Gas zu geben. Und dann im Durchschwung der Fokus eben auf die Position, wo die Knie aus der gebeugten Position in eine gestreckte Position übergehen, ähnlich als würde man vom Boden wegspringen. Und genau durch diese Position wird der Schlägerkopf extrem schnell und sie bekommt eben Längen, wie manch anderer Herr es nicht schafft. Zack. Was mir weiterhin auch noch ganz wichtig ist, ist eben dann am Ende ein ausbalanciertes Finish, wo das Gewicht neutral verteilt ist auf beiden Füßen. Im Sinne von, der rechte Fuß ist auf die Spitze gedreht und ist der rechte Fuß auf die Spitze gedreht, dann brauchen wir beim linken Fuß das Gewicht auf der Ferse. Wenn wir den Druck der Füße jetzt natürlich messen würden, dann werden wahrscheinlich über 90% auf dem linken Fuß sein. Und auf dem rechten Fuß ist kaum noch Druck. Also, noch einmal ganz kurz zur Wiederholung, wenn du Power in deinen Golfschwung bringen willst, dann versuch bitte im Aufschwung deine Knie zu beugen, schau, dass deine rechte Hüfte höher wird als deine linke Hüfte und versuch im Durchschwung diese Position für dich auszunutzen. Mach dich groß, mach keinesfalls den Fehler und lass den Kopf zu lange unten und spring quasi vom Boden weg
und lass dadurch den Schläger schnell werden. Denn dadurch wirst du extreme Weiten bekommen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Abschließend möchte ich mich wie immer wahnsinnig bei dir fürs Zuschauen bedanken und ich hoffe, diese kleine Videoserie hat dir gefallen. Sollte dir diese Videoserie gefallen haben, dann drück bitte auf das Daumen nach oben Symbol und schreib unten in die Kommentare rein, hier unten, was dir oder welches Video dir vielleicht am meisten geholfen hat. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Ciao.